Herzlich willkommen auf dem Kanal von Messmann Multimedia. Eine Wahnsinnsmenschenmenge stellt sich zum Einlass von einem ganz besonderen Ereignis in Tettnang an. Hopfenwandertag mit Anstoßweltrekord war angesagt. Und wie wird's? Ja, geil, voll geil. Und es würde, verzeiht mir, wenn ich dieses Wort nochmals wieder verwende, ein geiler Tag. Tolle Stimmung an allen Orten und die Spannung, die war natürlich riesig groß. Am Hopfenwandertag, da dürft ihr natürlich nicht fehlen, oder? Ja, das ist logisch, weil der Hopfenwandertag natürlich auch am Haus der Landwirtschaft beiführt und wir natürlich die tiefste Verbindung zum Hopferbau haben. Das wird die Veranstaltung des Jahres und der Weltrekord, den schaffen wir. Heute auf dem Hopfenwandertag. Roland, Karin, wie sieht's aus bei euch? Ja klar, wir werden ja auch Weltmeister bereit. 8 Jahre bei dem Hopfenwandertag. Wir kommen von Mittelburg, Kegelbrüder Mittelburg. Das ist unser Jahresausflug dahin, das ist immer eine saubere Sache. Yeah! Was wünschst du für den Tag? Also bestes Wetter natürlich und viel Durst natürlich. Und die Kochmale darf man nicht fehlen. Wir sind überall immer dabei. Und was kommt in Kürze bei uns? Ja, da kommt unser 32-jähriges Oldtimer-Treffen. Und der Lader der Heitsch hat sich dazu ein, oder? Genau. Aktuell passt auf alles. Wir sind nur im Zeitplan und dann hoffen wir einfach, dass die Leute da sind. Von Digi ist over, alles klar bei dir? Bierdorf ist voll, perfekt. Kennt die besser sein, das Wetter passt, da will man mich. Viel Spaß und viel Erfolg euch, gell? Unsere Nachbarin Claudia, alles gut bei euch? Alles gut, ihr schwitzelt, aber es ist herrlich Wetter für sowas. Anstoßen mit der Umgart! Die Bürgermeisterin von Tettnang heute beim Hopfenwandertag 2024. Also das ist super, wir sind ganz arg begeistert, wie viele Leute da sind, wie toll die Organisation ist. Das Wetter ist perfekt, also es ist mega. Wir sind bereit. Und es läuft alles perfekt gut. Wir haben wochenlang uns auf den Weltrekord vorbereitet. Wir starten rund im internationalen Bierdorf im Hopfengut 20. Da oben treffen wir uns auf der Bühne und da sind die Hopferhoheiten miteinander anstoßen und dann haben wir Weltrekord. Und dann der große Augenblick. So, also, jetzt starten. Beim Hopfengut in Sickenweiler startete nach der Eröffnung der Böllerschützen die Musikkapelle aus Krumbach. Dann wurde zum Anstoßen aufgerufen und natürlich mussten alle, die mitgemacht hatten, auch gezählt werden, damit der Weltrekord am Ende auch seine Gültigkeit hat. Auf der anderen Seite machte die Stadtkapelle Tettnang den Start. Und auch hier war eine Delegation mit Bierwagen und Zählkommando mit dabei. Die Tettnanger Bürgermeisterin übernahm das Zählen der Anstoße und die Organisatoren vom Hopfenpflanzenverband Tettnang kamen fast nicht mehr mit dem Getränkeausschenken nach. Man riecht und zählt, oder? Ja. Und dann war es geschafft. Beide Gruppen sind am Ziel angekommen und dann ging die Post ab. Messmann Multimedia war natürlich live mit dabei. Machen jetzt den letzten Anstoß. 3993, oder? Jawohl. Also, hier mal bitte alle schnell her, wir haben den Weltrekord geknackt, 2993. Und dann stoßt jetzt einfach die Tina, die Andrea und die Anja miteinander an. Und dann sind es 2995. Okay. Also, Anstoß, jawohl, super. Tina, wie viel bist du am Weltrekord aufstellen? Ich würde sagen, das war jetzt super mit allen Zusammenhalten und wir haben es geschafft. So wie die Sie, wie Sie strahlt, muss es gut mehr sein. Hat sich mal wieder bewiesen, dass Tettnang echt beste ist. Für euch jetzt? Es war toll, wir haben das Ende ja zelebrieren dürfen und es hat wirklich Spaß gemacht. Sensationell, die Leute haben alle perfekt mitgemacht, also der Weltrekord um 1000 geschlagen. Und einer fand die passende Worte für diesen tollen Tag in Tettnang. Also ich fand es eine ganz beeindruckende Veranstaltung. Es hat heute wirklich alles gepasst und ich bin wirklich begeistert von dem heutigen Tag und freue mich natürlich wahnsinnig, dass das mit dem Weltrekord auch geklappt hat. Und ich bin ganz besonders auch froh, dass mein Austauschkollege, mein Austauschstudent von vor 40 Jahren heute den Weg hierher gemacht hat. Er kommt aus St. Louis, aus den USA und er bereichert es auch international, dieses Fest heute.
Im Anschluss wurde natürlich noch bis tief in die Abendstunden gebührlich gefeiert und Tettnang hatte wieder einmal mehr bewiesen, was man gemeinsam für die Region und weit darüber hinaus erreichen kann. Gratulation für diese tolle Idee und den wunderschönen Tag beim Hopfenwandertag 2024 in Tettnang.